Denke ich mir, nehme ich jetzt Charisma, Wut oder Würde? Eigentlich würde ich ja mehr Charisma oder Wut nehmen. Aber dann habe ich mir gedacht, Würde, wenn du so klein bist, Charisma verstärkt doch im Grunde genommen, also ne, um mal halt so als Beispiel, wie ich tatsächlich über ein Spiel nachdenke. Hallo Freunde, willkommen in einer neuen Folge Minecraft. Das fängt schon mal beheiternd an. Oh ja. Er redet über sein Mikrofon, er redet darüber, dass er vielleicht auf dich irgendwann mal ein Headset like meins kauft. Irgendwann schafft das bestimmt mal, sich ein Headset like meins zu kaufen, das glaube ich auch. Ja, natürlich. Ach ja. Und dann habe ich gleich hier angefangen. Never mind, I'll find someone like dich. Ja. Also, lauf du los, du weißt am besten, wo es lang geht. Gut, Stimmt, ich habe immer noch nicht die Minimap. Das liegt daran, dass wir uns eigentlich den ganzen Mod-Zeug rüberschicken wollten. Allein es dauert so lange und wir haben keinen Bock drauf. Und gerade eben hatten wir eine ewig lange Diskussion, oh ja. die wir jetzt nicht nochmal anfangen. Deswegen erwähne ich es erst gar nicht, worum es Du ging. hast sie gerade erwähnt. Ja, indirekt. Also ich Wir möchte. wissen aber beide, worum es geht, deswegen hast du im Grunde genommen induziert, dass wir wieder anfangen zu diskutieren, Ach, halt worauf die ich nicht Fresse. eingehen werde. Halt die Fresse. Na, jedenfalls ist es mal wieder eine dieser typischen Quanox-Gario-Diskussionen, die zu Die im keinem Grunde Ende nie führen. enden werden. Ja, die nie enden werden, weil wir beide unglaubliche Sturköpfe sind. Übrigens, du hast dich bei einer anderen Diskussion, die schon ewig her ist, angelogen. Bei welcher? Du hast gesagt, dass in Guild Wars 2 sehr wenig Copy-Paste vorgekommen wäre. Und dass im Grunde genommen für alles neue Objekte gebaut werden. Nein, ich habe gesagt, es kann sein, dass das viel, viel ist, es fällt nur nicht auf. Habe ich gesagt. Also mir ist es jedenfalls nur an einer Stelle bisher aufgefallen. Aber es kann auch sein, wie gesagt, ich bin ja durchgerusht wie Unglaublicher. Ja, Von stimmt daher, ich natürlich. Ich achte bin ja nicht. mehr so der Genießer. Ich bin auch mehr so, tatsächlich, im Gegensatz, das fällt mir beim Dunki gerade auf, der achtet einen Scheiß drauf, eben halt, was er da an Entscheidungen trifft, so, ob das zu seinem Charakter passt und so etwas. Tatsächlich sage ich da wirklich, zum Beispiel sowas wie mein ersten Asura, den ich erstellt habe. Erklärung, der Asura sind sehr klein. Denke ich mir, nehme ich jetzt Charisma, Wut oder Würde? Eigentlich würde ich ja mehr Charisma oder Wut nehmen. Aber dann habe ich mir gedacht, Würde, wenn du so klein bist, Charisma verstärkt doch im Grunde genommen, also ne, um mal halt so als Beispiel, wie ich tatsächlich über ein Spiel nachdenke, eben halt Charisma verstärkt doch im Grunde genommen nur Witze über dich. Wenn du so klein bist, eh schon da hier Ding und dann auch noch eben halt andauernd selber so ein super sympathischer Typ bist, dann reißen doch im Grunde genommen alle nur ironische Witze über dich. Und Wut eh nicht. Giftzwerg und so. Deswegen habe ich dann die Würde genommen. Tatsächlich, also immer wie ich über so ein Spiel nachdenke, im Grunde genommen ist es ja scheißegal, was von beiden ich nehme. Und es wird nicht das eintreffen, sozusagen, was ich jetzt sage. Wenn ich Charisma mache, werden keine ironischen Witze über mich gemacht. Aber trotzdem denke ich so über ein Spiel nach. Ich muss sagen, bei Fallout, die Entscheidungsfindung ist bei mir tatsächlich jetzt wirklich abhängig von der, größtenteils abhängig von der Dingens, wie ich spiele. Also, ich spiele auf Fallout 3 auf Böse. Ja, bist du überhaupt da? Ja, ich bin da. Ich bin hier bloß auf der anderen Seite. Hallo. Ach so, weil ich hab dich Ja, ich habe gesehen in auf der. der Minimap, weil du zu weit weg bist. Ich bin einen anderen Weg gegangen. Ich komme mal zu dir rüber. Und ich spiele auf Böse und es gibt tatsächlich nicht entscheidungsrelevante Fragen. Also, ja, sind natürlich relevant, je nachdem, dass denn halt die NPCs anders reagieren. Vielleicht sind meine Schuhe kaputt. Aber die sind nicht irgendwie storyrelevant. Und da gibt es in Fallout 3 unendlich viele Möglichkeiten, wo man fies antworten kann. Also so wirklich zynisch, richtig böse, sarkastisch, ironisch. Irgendwas in die Richtung. Und da muss ich sagen, nehme ich als böser Charakter, um die Leute einfach zu verärgern, zu provozieren, nehme ich wirklich lieber die. Ja, das Während hätte ich ich aber als auch guter so Charakter dann zum immer Beispiel. mich beim größten Saufbold, beim größten Idioten wirklich einschlagen kann. Ja, tatsächlich ist das aber auch.
in Mass Effect ist mir das extrem aufgefallen mit dem ganzen, was wollte ich jetzt sagen? Habe ich sehr vergessen. Ja, aber irgendwie ist mir aufgefallen, ich glaube, ich bin kein böser Mensch. ich hätte einfach nur nicht das Zeug zum Bösewicht. Ich hab's einfach nur mal versucht, den neuen Spielstand anzufangen und böse zu spielen, aber nur einfach nur, was du da regelmäßig sagst, ist so gemein, dass ich mir denke, ich will auch ein bisschen spielen, wie ich echt im Leben bin. Das würde ich nie machen. Oh, also so, keine Ahnung, da ist gerade so jemand ermordet worden. Ja, genau, ermordet worden. Frau weint und du sagst so, ja, war doch irgendwie auch selber dran schuld. Okay, das ist aber auch wirklich unrealistisch. Also, wird sich der Bösewicht schon wirklich ordentlich über den lustig machen. Ja. Also, ich muss sagen, also mir selbst auf der Bühne, bezüglich Rollen und so, bin ich wirklich jemand, der das gerne ausprobiert. Also, auf der Bühne habe ich zum Beispiel gerne den Bösen gespielt. Keine Ahnung, das ist so, im Mass Effect, da denke ich ja immer so, ich möchte so entscheiden, wie ich es im echten Leben tun würde. Ja, gut, es ist natürlich auch immer abhängig vom Spiel. Also ich denke generell, dass ich, wenn ich das erste Mal ein Spiel durchspiele, werde ich immer auf gut spielen. Ja, denke ich auch. Aber die darauffolgenden Male werden immer so sein, okay, du weißt jetzt, wie es gut ist, probierst du mal was aus. So denke ich. Keine Ahnung, das könnte ich nicht. Ich irgendwie auch, ne, ich kann das irgendwie nicht. Keine Ahnung, auch wenn ich das Spiel dann doch mal spiele, dann will ich es auch nochmal so spielen, wie ich es wirklich machen würde, und würde dann andere Entscheidungen anders treffen auf diesem Tast, aber ich weiß nicht. Also mich reizt es immer, was auszuprobieren, was ich noch nicht kannte. Ja klar, deswegen mag ich es auch immer, wenn Spiele drei Möglichkeiten anbieten. Weil ich dann die Neutralen leben kann. Ja, aber das ist generell, es kommt wirklich auf die Art des Dinges an, um es mal auszuweiten, nicht nur auf Spiele. Als wir die Let's Battle Staffel 7 gedreht haben, hast du dich wahnsinnig über die Regeln beschwert, und ich wollte eigentlich die Regeln möglichst nicht verändern und möglichst die Regeln beibehalten, weil sie sich so bis jetzt wirklich gelohnt haben, und du wolltest unbedingt andere Regeln haben, und da ist es auch so eine Sache, du wolltest was Neues ausprobieren und ich wollte es halt beim Alten bleiben, während wenn ich zum Beispiel... Naja, was Neues ausprobieren ist jetzt... diese Regeln waren... Was Neues ausprobieren, das würde ja implizieren, dass ich schon mal in einer Let's Battle Staffel davor nach diesen Regeln gespielt habe. Du hast dir aber die Let's Battle Staffel 4, glaube ich, angeguckt vorher. Ich habe mir gar keine ich schaue keine Videos von Freunden an, tatsächlich. Was? Nee, wirklich nicht. Keine Ahnung. Du bist nicht mehr mein Freund. Ja, schade. Also, aber auch, als ob ich Freunde hätte. Nee, aber ich meine, halt, ich bezahle keine Ahnung, ich kann das nicht. Also erstmal meine eigenen Videos kann ich überhaupt nicht anschauen, weil ich finde, meine Stimme klingt absolut behindert. Und ich weiß nicht, findest du, meine Stimme klingt behindert? Nee, ich finde, keinerlei Stimme klingt behindert. Es kommt immer auf den Kontext an. Wenn du sagst, du spielst jetzt absoluten Bösewicht und machst mit einer kleinen Piepsstimme, dann klingt das vielleicht in einem sarkastischen Stück richtig lustig. Und ist auch passend, aber wenn du wirklich ernsthaft den Bösewicht spielen musst, mit einer Piepsstimme geht das nicht. Das ist ja auch in Walt Disneys, König der Löwen. Da ist auch Scar immer der mit der tiefsten Stimme. Ja, weißt schon, der, ui, toll. Na, der Typ, ne? Ja. Ich fänd's gut, wenn du dich den Boden unter mir weggraben würdest. Ja, das habe ich auch gerade bemerkt. Übrigens, wir sind sehr dumm. Meinst du das da hinten? Ja. Ja, jetzt lass uns... Oh, lass mal stehen. Da kommen wir später vielleicht dahin. Nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie du das bis jetzt bauen willst. Nein! Nein! What? Alter! Federfall 4 Schuhe. Geil. Okay. Jeder hat ein Recht auf seine Federfall 4 Schuhe. Alter, die haben mir gerade das Leben gerettet. Ich bin so dumm. Sorry, aber das ist zu lustig. So, weißt du, was ich jetzt mal mache? Ich nehme jetzt mal das Bett mit. Ja, du bist dumm. Eindeutig. Alter.
Ich muss ja sagen, ich habe mir die Let's Battle Staffel 7, wo du mitgemacht hast, habe ich mir gern aus eurer Perspektive gegeben. Aufgrund dessen einfach, weil ich wissen wollte, was habt ihr gedacht? Wie habt ihr in welcher Situation wie taktisch gehandelt? Also, ist das hier gefährlich. Ich habe mir Dunkis Videos nie angeschaut. Ich habe mir deine Videos nie angeschaut. Ich finde den Reiz mehr darin, mir Videos von vollkommen Fremden anzuschauen. Ich weiß auch nicht warum. Wow, jetzt hätte ich gleich fast den gleichen Fehler gemacht. Ich habe unter mir weggegraben. Aber keine Ahnung, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie immer. Keine Ahnung. Ich will jetzt nicht sagen, dass deine Videos nicht irgendwie mit der Qualität von anderen Videos, die ich mir anschaue, mithalten können. Das sicher, da ich muss sagen, selbst wenn du es behauptest, du hast sicher recht, ja. Nee, das stimmt nur teilweise. Es gibt auch Videos, die niedrige Qualität haben, die ich mir anschaue. Ja gut, aber das stimmt, ja. Aber meistens. Ich kann es jetzt nicht ganz erklären, aber ich schaue mir nicht gerne Videos von Leuten an, die ich kenne. Also ich schaue auch schon ab und zu mal rein. Ich muss sagen, manches langweilt mich da auch. Da schaue ich dann halt vielleicht eine Folge und das war's dann aber auch. Aber manches schaue ich dann wirklich gerne. Zum Beispiel, was jetzt bald kommt, Aterra 5 vom Stadia der Ball, das kann ich aus terminzeitlichen Gründen nicht, kann ich nicht mitmachen, aber Theo macht mit einem anderen Teampartner und Zenedas, beziehungsweise Pokémon Freak, weiß schon, der mich am Ende getötet hat, von denen werde ich mir auf jeden Fall die Folgen sicher reinziehen. Weil ich das Projekt einfach klasse finde und ich die Leute kenne. Na gut. Keine Ahnung. Minecraft schaue ich mir nicht so gerne auf YouTube. Insofern. Es kommt drauf an, also wenn ich zum 100. Mal ein Let's Play an mir angucke. Oh nee. Nein, Let's Plays von Minecraft gehen gar nicht mehr. Aber so. Nachdem ich Kronk so sehr gesuchtet habe, früher mal, als ich klein war, kann ich mir kein Let's Play von Minecraft mehr geben. Keine Ahnung. Das ist irgendwie sozusagen, da habe ich mir einen Speicher aufgebaut. Das ist jetzt vollkommen übersättigt. Ja. Aber wenn du. Aber so, weißt du, was ich, Let's Battle Staffeln auch von anderen YouTubern, das geht eigentlich immer. Kommt natürlich drauf an. Also, wenn du so Let's Battle Staffeln, die sich hinziehen oder so, das ist wirklich so eine Sache, wo du dir denkst, oh Gott, jetzt bauen die hier, nur weil die Gegner nicht auftauchen, schon in der 40. Folge bauen die jetzt was. Wenn es dann wirklich spannend wird und du dann wirklich eigentlich vor Spannung fast zerspringst, weil die dann tatsächlich am gegenüberliegenden Berg die Gegner entdeckt haben und tatsächlich mit Pflanzmod oder was spielen und so überlegen, okay, was machen wir jetzt, wo es halt wirklich du in kürzester Zeit wahnsinnig viel Schaden kassieren kannst, wo du dann wirklich auch taktisch vorgehen kannst, wenn die Gegner tatsächlich auf deinem Level von dem PvP sind. Ich glaube, dass wir tatsächlich in der Let's Battle Staffel 7 nicht auf dem gleichen Level vom PvP waren, würde ich jetzt mal behaupten. Ja klar, du warst ja immer besser. Ich war besser, ich weiß nicht, woher ich die Skills habe, weil... Die hast du von mir gelernt. Ja genau, deswegen warst du auch so gut. Ich bin jetzt hier ein PvP-Pro in Minecraft. Weiß ja jeder. Bin so richtig gut im... habe ich auch mich nie mitgerühmt, dass ich gut im PvP in Minecraft. Sag mal, wie willst du das jetzt hier eigentlich bauen in dieser... Ich weiß nicht, wie man das nennt. Keine Ahnung. Eingerahmt von ein paar Bergen. Keine Ahnung, ich dachte, hättest du ein paar Ideen, ich bin nicht so kreativ. Ja, ich habe auch ein paar Ideen, aber die kommen in Konflikt mit deinen Ideen und ich wollte eigentlich dich jetzt erst in erster Linie mal bauen lassen. Okay, ja, also was also, ich weiß nicht, gestalterisch, ich kann die Idee liefern, aber gestalterisch hätte ich gerne, dass du das voll ausmachst, weil ich bin da nicht so gut im Minecraft bauen. Also ich muss sagen, eine Burg in der Luft allein zu bauen, finde ich nicht so geil. Dementsprechend, ich würde eher sagen, dass wir hier einen Berg hier, zum Beispiel den da, dass wir den noch so weit ausbauen, dass da eine ordentliche Fläche oben drauf gibt und dann lieber eine Brücke von dem anderen Berg hier rüber bauen. Okay, ja gut. Dann würde ich aber tatsächlich sagen, dass dieser Berg gar nicht so geeignet ist, weil schon mal, der hat keine große Fläche. Ja, Dann würde ich vielleicht den da drüben. Guck, den da drüben. Wo? Da, hier, direkt drüber. Schau vielleicht hier, wo ich... Sieht so natürlich aus. Was ich mir vielleicht überlegen würde, wäre vielleicht der da drüben. Der hat eine große Fläche, stimmt, ja. Schau dir mal den an, der sieht doch eigentlich ganz cool aus. Und sieht doch relativ natürlich aus. Der ist relativ nah. Ja, können wir machen. Das Blöde ist bloß das... Ja gut, wir schneiden überall ab an einer bestimmten Höhe. Ja, okay, können wir machen. Dann würde mir die Idee mit der Brücke vollständig wegfallen, aber das passt schon. Wieso? Das sind doch auch Berge in der Nähe. Ah, es ist Nacht. Das ist super. Ich kann mein Bett aufbauen. Ich habe extra ein Bett mitgebracht. Ja, aber muss...
Okay, warte mal, seit wie vielen Minuten nehmen wir eigentlich schon auf? Viel zu lang. Viel zu lang, deswegen beenden wir jetzt hier mal die Folge. Jetzt haben wir immerhin einen konkreten Plan für unser... Was soll denn das werden? Schreibt's in die Kommentare. Schreibt's in die Kommentare. Aber die gibt's ja nicht mehr. Die haben jetzt schon seit, ich weiß ja nicht wie lange, keine Videos mehr hochgeladen. Wie? Schreibt's in die Kommentare bei Titi. Stimmt, ja, seit ewig lang. Seit ewig lang. Seit über 8 Monaten oder so. Ja. Oh, wie schade, dass es die nicht mehr gibt. Ja, das muss ich auch sagen. Ich fand generell, Mediacraft ist scheiße. Mediacraft, das ist mit denen, das ist vorbei mit denen. Ich hoffe es, dass sie jetzt vorbei sind. Nicht mehr. Das Problem ist, die haben eine Tochterfirma namens Mediacraft Talents und daraus können die immer mehr Minecraft-YouTuber und alle kleineren, die unbedingt groß werden wollen, weil sie famegeil sind, können sie alle extrahieren und dann ins Mediacraft selber reinsetzen. Dementsprechend Minecraft ist nicht der Way to go, wenn du fame werden willst. Das kannst du denen aber auch, sagen, dann würden die ihre Zielgruppe bzw. ihren Content auch ändern. Dementsprechend wird es immer Leute in Mediacraft geben, weil die genug Dingens drin haben. Weil die genug Nachschub haben. Du, ich schlafe jetzt in dem Bett auch einfach mal. Das funktioniert nicht. Doch. Dann überschreibst du meinen Spawn. Ach echt? Ja. Seit wann ist denn das so? Seit immer. Das war schon ein eigenes Bett. Naja, okay, egal. Und dann baue ich mal hier. Wir wollen dann, welchen Berg wollen wir abtragen? Gleich den hier? Ich weiß nicht, ich schaue hier gerade nach. Ich würde vielleicht... können wir den Berg hier... das ist ja ein wahnsinniges Terraform. Ich weiß es nicht. Vielleicht können wir den... blödes Skelett hier. Stirb, geht er runter. Genau. Ich weiß es nicht. Wo ist denn die meiste Fläche zu holen? Das ist ein bisschen blöd. Der da ist immer sehr schräg. Der hier geht immer sehr schräg runter, aber ich glaube, dass das nimmt sich nicht viel von der Fläche her. Ich glaube, der hier ist tatsächlich da mit der meisten Fläche. Okay, wir wollen aber jetzt wirklich die Folge beenden. Ciao.